Ich möchte jetzt eine kurze Predigt halten zu unserem Thema heute, ermutigt einander mit Lobpreis. Und der Bibelvers dazu ist, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern. Singt und musiziert von ganzem Herzen für Gott. Ein kurzer Vers hat nur zwei Sätze. Wir schauen zuerst mal den ersten Satz an miteinander. Was sollen wir tun? Einander ermutigen. Wie sollen wir es tun? Mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern. Also dieser Vers, denke ich, ist eine klare Aufforderung zum gemeinsamen Lobpreis in der Gemeinde, was wir dann nachher nach der Predigt gerade machen. Alleine kann man das nicht tun. Man kann schon Gott alleine loben, aber nicht einander ermutigen, wenn man alleine ist. Wir brauchen die Gemeinschaft von Christen. Und Gott fordert uns auf, einander zu ermutigen mit unserem Lobpreis. Das bedeutet, dass wir so singen sollen, dass wir einander hören, oder? Lobpreis kann trösten, ermutigen und aufrichten. Und Lobpreis, habe ich schon erfahren, das kann wie Balsam für die Seele sein. Dieser Vers hier spricht von vielen Formen von Lobpreis. Zuerst einmal Psalmen. Was sind Psalmen? Psalmen sind eigentlich gesungene Gebete aus dem Alten Testament. Die Psalmen, die sind alle voll von Gebeten von David, in denen er sein Herz Gott ausschüttet und mit Hilfe von Musik sich selber, aber auch die anderen im Volk Israel ermutigt. Und interessant ist, dass in den jüdischen Synagogen heute noch Psalmen gesungen werden. Habt ihr das gewusst? Die Psalmlieder haben den Juden geholfen, sich an das rettende Eingreifen von Gottes zu erinnern und ihren Glauben auf Gott gestärkt. Lobpreis erfreut Entmutigte. Und ein Beispiel dafür lesen wir in Psalm 34. David komponierte und schrieb dieses Lied, nachdem er sich von Abimelech wahnsinnig gestellt hatte. Und Abimelech schickte ihn darum weg. Und so wurde David aus der Gefangenschaft befreit bei Abimelech. Psalm 34, 2 und 3. Ah, jetzt habe ich das verpasst, ja, hier. Ich will Gott alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Von ganzem Herzen will ich loben. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Und wenn ich mich entscheide, Gott zu loben, dann hat das einen positiven Einfluss auf andere Menschen. Sie werden ermutigt und können sich mitfreuen an dem, was Gott getan hat. Und ich möchte euch jetzt gerade etwas erzählen, was Nelly und ich gestern erlebt haben. Gestern habe ich bemerkt, dass unser Waschmaschinensteckschlüssel hier, der war nicht mehr da, wo er immer hängt, bei der Türe. Dann bin ich in die Waschküche gegangen und habe geschaut, da ist schon jemand anders am Waschen gewesen. Dann habe ich gedacht, ja, hat denn jemand gestohlen oder wo ist der? Da bin ich bei den Nachbarn, die gewaschen haben, habe ich angefragt. Ja, nein, wir haben hat keinen Schlüssel gehabt. Sind wir in der Wohnung gegangen, haben gesucht, nichts gefunden. Dann habe ich gesagt zu Nelly, du Nelly, jetzt beten wir zusammen. Dann sind wir
hingesessen und haben gebetet: Vater, schenke uns, dass wir diesen Schlüssel wiederfinden. Und kaum habe ich Amen gesagt, sagt Nelly: Oh, ich schau mal dort beim Bett, wo ich die trockene Wäsche ausgeleert habe. Dann ist sie dort gegangen, neben dem Bett, und da lag er am Boden neben dem Bett. Halleluja! Gott antwortet auf Gebet. Möchte ich mir euch teilen, diese Freude. Und ich habe noch ein schönes Bild gefunden. Auf diesem Bild sehen wir einen Bub, einen Knabe, und er wird durch das Singen seiner Mutter und das Gitarrespielen seines Vaters ermutigt und angespornt, mutig ins Wasser zu springen. Weiter lesen wir im Epheser 5, 19: Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern. Was sind denn eigentlich Lobgesänge? Lobgesänge sind Hymnen, die die ersten Christen in ihren Gottesdiensten sangen. Und einige davon sind uns ja im Neuen Testament überliefert, zum Beispiel Epheser 1, 3 bis 12, Philipper 2, 6 bis 11, das hat gerade Markus Wüttrich letzten Sonntag in der Predigt erwähnt, Kolosser 1, 15 bis 20 auch noch und 1. Petrus 2, 22 bis 24. Und dann sind noch die Lieder. Ja, was sind das für Lieder? Eigentlich wörtlich heißt es hier von Gottes Geist eingegebene Lieder. Das sind, glaube ich, Lieder, die der Heilige Geist einem Menschen geschenkt hat. Gott schenkt uns allen verschiedene Gaben und Fähigkeiten, die wir zu seiner Ehre einsetzen dürfen. Und darum dürfen wir ihn, Gott, auch mit verschiedenen Stilrichtungen loben und preisen. Das heißt, dass wir auch Lieder singen können, die nicht direkt Gott ansprechen, sondern die Glaubensinhalte über Gott weitergeben. Das heißt auch, dass wir musikalische Vortragsstücke in der Gemeinde haben können. Denn Musik ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Der deutsche Reformator Martin Luther hat ja auch Kirchenlieder geschrieben. Und er sagte mal: Eine der schönsten und herrlichsten Gaben Gottes ist die Musik, damit man viel Anfechtung und böse Gedanken vertreiben kann. Das hat Luther selber erlebt in seinem Leben. Also gemeinsames Singen und Lobpreis ist ein Weg, wie Musik in der Gemeinde gelebt werden kann. Und darin hat es auch Platz für eine Band oder mal eine Einzelperson, die uns in einem Lied ermutigt, sodass wir alle zusammen nachher sagen können: Amen, Halleluja. Biblische Wahrheiten werden durch Lobpreis in unserem Herzen bewegt, aufgenommen und verändert unser Leben. Gott wirkt durch Lobpreis. Und ein Beispiel möchte ich euch jetzt erzählen aus der Bibel, wo das passiert ist. Und zwar ist das Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis. In Apostelgeschichte 16 könnt ihr die zu Hause nachlesen. Also Paulus und Silas waren ins Gefängnis geworfen worden, weil sie in Philippi, das ist in Griechenland, die gute Nachricht von Jesus weitergegeben haben. Ja, die Gefängnisse zu dieser Zeit waren, glaube ich, nicht so feudal eingerichtet wie heute, sondern es waren schreckliche Verliese, wo die Füße der Gefangenen in Schraubstöcke gepresst wurden. Also Paulus und Silas hätten allen Grund gehabt, bitter gegen Gott und Menschen zu werden. Aber was machten sie?
um Mitternacht begannen sie zu loben, zu beten, Gott zu preisen. Und alle anderen Gefangenen hörten sie. Und dann, was passierte dann? Ein Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses, die schwankten. Und alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Wow. Der Gefängniswärter dachte, dass alle Gefangenen geflohen sind. Er wollte sich umbringen, weil er für die Gefangenen mit seinem Leben Verantwortung trug. Aber Paulus rief ihm zu: Bring dich nicht um! Alle Gefangenen sind noch da! Der Gefängniswärter nahm eine Fackel, rannte zu Paulus und Silas und fiel vor ihnen auf die Knie. Er brachte Paulus und Silas aus dem Gefängnis zu sich nach Hause. Und er fragte sie: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Paulus und Silas erzählten ihm und seiner Familie, dass Jesus für ihre Sünden am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist. Und Paulus sagte ihm: Glaube an Jesus Christus, dann wirst du und deine ganze Familie gerettet. Und er und seine ganze Familie entschlossen sich, an Jesus zu glauben und ließen sich taufen. Und was taten sie nachher? Nachher aßen sie zusammen und dankten Gott, wie er sie durch Lobpreis im Gefängnis befreit hatte und gewirkt hatte. Ja, das passt ja jetzt zu heute, oder? Wir sind auch gerade am Essen. Und wir können Gott loben und preisen und einander erzählen, wie Gott in unserem Leben durch Lobpreis gewirkt hat. Und das ist jetzt meine Frage für euch an den Tischen. Hast du schon mal erlebt, wie du durch Lobpreislieder ermutigt worden bist? Erzählt einander von einem Lied oder einer Lobpreiszeit, die euch besonders ermutigt und durch die Gott gewirkt hat. Ihr habt jetzt 5 Minuten Zeit, einander da, wenn euch etwas in den Sinn kommt, ja, genau, dieses Lied hat in einem Leben etwas bewirkt oder eine Begebenheit, könnt ihr euch das einander erzählen und euch einander ermutigen und stärken. Bitte schön. Machen wir ihn. Seid ihr fertig mit Inputs oder mit einem Austausch? Ich hoffe, ihr habt euch gegenseitig ermutigen können durch diese Erlebnisse oder was euch da in den Sinn gekommen ist. Ich möchte noch einen kurzen Teil anschließen, der zweite Teil von diesem Bibelvers Epheser 5, Vers 19. Da heißt es nämlich noch: Singt und musiziert von ganzem Herzen für Gott. Und dieser Satz zeigt eigentlich 2 Sachen. Die erste Frage: In welcher Haltung sollen wir singen und musizieren, Lobpreis machen? Und das heißt hier: von ganzem Herzen. Als Gott sich im Alten Testament David als neuen König erwählt, erklärt er dabei dem Propheten Samuel in 1. Samuel 16, Vers 7 folgendes: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott
sie das Herz an. Natürlich geht es jetzt in diesem Vers nicht direkt um Lobpreis, aber es wird ein pädagogisches Prinzip von Gott verdeutlicht. Die Herzenseinstellung geht vor. Das ist das Wichtigste. Gott, wie jeder andere liebende Vater, schaut nicht zuerst auf vollkommenen Ausdruck, die perfekte Formulierung und Aussprache oder fehlerfreie Darstellung. Nein, Gott sieht unser Herz an. Und er sieht auch, ob unser Lobpreis nur vordergründige Show ist oder echte Anbetung. Gott stört sich nicht an unserer Wortwahl. Nein, er begegnet uns so, wie wir sind, wie wir zu ihm kommen, mit Lobpreis. Gott sucht keine festgelegten Formen und Formulierungen. Nein, er sucht Menschen wie du und ich, die Gott von ganzem Herzen loben und preisen. Und die zweite Frage hier ist, für wen sollen wir singen und musizieren? Für Gott. Gott selbst ist das Ziel von unserem Lobpreis. Auch wenn wir uns gleichzeitig einander ermutigen. Und egal, ob unser Lobpreis Gott in der Du-Form direkt anspricht oder ob er in der Er-Form indirekt angesprochen wird, Gott ist unser Fokus im Lobpreis. Lobpreis ist für Gott in erster Linie. Er ist das Ziel unserer Dankbarkeit und unserer Anbetung. Ob mir ein Lied persönlich besser und das andere weniger gefällt, ist gar nicht so wichtig. Ich singe es ja nicht für mich. Die Geschmacksfrage lenkt von dem ab, was Lobpreis eigentlich sein sollte. Anbetung Gottes und künstlerischer Ausdruck von einem Leben, das von Gottes Geist bewegt ist. Johannes Sebastian Bach hat mal gesagt, das Ziel aller Musik sollte nichts anderes sein als die Verehrung Gottes und die Rekreation des Gemüts. Und ich spiele ja Alphorn. Und bevor ich jeweils anfange, Alphorn zu spielen, bete ich immer, Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich dich jetzt mit meinem Alphorn loben und preisen kann. Hilf mir dabei, ich möchte es zu deiner Ehre tun. Und wenn ich die Gelegenheit bekomme, jemandem mein Alphorn-Traktat weiterzugeben, dann hilf mir, dass ich diese Gelegenheit nutzen kann. Und ich staune immer wieder, wie Gott dieses Gebet beantwortet. Gerade gestern auf dem Sonnenberg konnte ich 5 Personen dieses Traktat weitergeben. Die haben sich gefreut und ich bete, dass Gott in ihrem Herzen dadurch wirkt. Lobpreis, zusammenfassend gesagt, ist die Reaktion eines Menschen, dessen Herz und Verstand von Gottes Größe ergriffen ist und vom Heiligen Geist erfüllt ist. Lobpreis ermutigt und motiviert uns, für Gott und mit Gott zu leben. Und in der Wohnung von Familie Wüthrich habe ich vor ein paar Tagen dieses Lobpreisschild, Lobpreisstraße, dieses Straßenschild gefunden. Und ich habe dann von Ihnen erfahren, dass es ein Buch gibt mit dem Titel Die Lobpreisstraße. Also wenn ihr mehr über dieses Buch wissen möchtet, dann fragt doch Markus oder Andrea oder von den Kindern Livio und Salome etwas dazu. Wenn sie was wissen, könnt ihr sicher dann ausleihen. Und zum Schluss möchte ich euch auffordern, dass wir aufstehen und
einander wie diese Figurchen da, die Hände geben und miteinander diesen Vers einander zusprechen. Aus Epheser 5,19. Ist das möglich? Einfach so als Ermutigung gegeneinander, dass wir das auseinander zusprechen. Und die Hände geben, die wollen oder können. Okay? Seid ihr bereit? Epheser 5,19. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern. Singt und musiziert von ganzem Herzen für Gott. Amen. Halleluja.